Vielleicht kurz mich vorgestellt, Antje Mathiesen ist mein Name, ich komme vom Notdienst Berlin, das ist völlig richtig, ein Träger, der in der Suchthilfe seit den 80er Jahren diverse Angebote bietet, vor allen Dingen, wie wir sagen, unbeschwerten Zugang, also ohne Anspruchsgeschichten, dass wir schnell und jederzeit helfen können. Die meisten kennen vermutlich den Drogennotdienst, den Frauentreff Olga, die Krisenwohnung oder auch die AIDs, große Schwerpunktambulanzen, in denen wir Substitutionen und PSB unter einem Dach anbieten. Ich wurde gefragt, ob ich hier heute auch ein Grußwort halten möchte, was ich natürlich sehr, sehr gerne tue, wenn auch gerne vielleicht in dem Zusammenhang mit dem heutigen Anlass der falsche Ausdruck ist. Ich würde lieber hier stehen und feiern, dass wir keine Drogentoten, sogenannte Drogentoten zu beklagen haben, aber natürlich komme ich dem Wunsch, hier zu reden, sehr, sehr gerne nach. Ich habe mir mal angeguckt, was wir bei uns im Träger im letzten Jahr gemacht haben, mit wie vielen Menschen wir zu tun hatten, was wir angeboten hatten und bin darauf gekommen, dass wir mit über 5.800 Menschen zu tun hatten, die wir beraten, betreut, begleitet, aufgeklärt haben, vermittelt in weiterführende Hilfen und 16 Menschen mussten wir im letzten Jahr leider ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, auf jeden Fall sind 16 Menschen gestorben im letzten Jahr, mit denen wir zu tun hatten. Jeder Einzelne, einer zu viel, jeder Einzelne hinterlässt Familie, Freunde, Angehörige, aber auch uns im Unterstützungsnetzwerk, sage ich mal, trifft das jedes Mal sehr hart. Und wir sind sehr darum bemüht, das zu verhindern im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir haben uns dazu einiges überlegt und bieten an verschiedenen Orten Sachen an, wie zum Beispiel unsere Drogennotfalltrainings, wo wir aufklären, was ist das überhaupt, wie kann ich darauf reagieren, wie wende ich mich an die Feuerwehr, an den nächsten Arzt etc. Ganz wichtig dazu, finde ich, ist auch immer die Schulung zum Naloxon. Naloxon, ein wunderbares Medikament, was es seit 2 Jahren jetzt auch in nasaler Applikationsform gibt und die helfen kann, oder dieses Medikament, was helfen kann, die Drogentodeszahlen radikal zu senken, wenn wir davon ausgehen, dass 60% der sogenannten Drogentodesfälle im Zusammenhang mit Opioiden stehen, würde es sehr gut sein, wenn viele Menschen das Naloxon in der Tasche hätten. Laut Aussage der GKV wurden in Berlin im letzten Jahr 260 Einzeldosen verkauft. Das ist ein Witz bei der Anzahl der Menschen, von denen wir hier reden. Ich würde auch gerne, weil das machen wir eigentlich im Träger ganz gerne, wir fragen die Menschen, mit denen wir zu tun haben, was sie sich eigentlich wünschen, was ihre Ideen sind, also machen Umfragen zu allen möglichen Themen. Und ich habe gedacht, ich lese vielleicht einfach mal vor, was in der letzten Umfrage zum Thema Drogentodesfälle, welche Berührungspunkte gibt es, welche Ideen, Wünsche, auch seitens der Menschen, mit denen wir arbeiten, für die wir da sind, was die für Ideen haben. Als Ideen kamen Aufklärung über Wirkungsweise der verschiedenen Stoffe, würde immer wieder genannt. Kein IV-Konsum, nicht alleine konsumieren und nur in geschützten Räumen. Die Möglichkeit, Drogen testen zu lassen, wurde auch mehrfach genannt. Mehr Aufklärung auch in Schulen, Jugendtreffs, vor allem auch in Brandenburg. Das fand ich auch nochmal einen sehr wichtigen Hinweis. Wir sind ein Einzugsgebiet auch für Brandenburg, wo die Situation eine ganz andere ist als hier bei uns in Berlin. Substituierten mit starkem Beikonsum soll die Aufnahme ins Diamorphin-Programm erleichtert werden. Schnellere Zugangsmöglichkeiten in Kliniken, Psychiatrien und ambulante, aber auch stationäre Therapiemöglichkeiten. Vertrauensvolle Beziehungen zu Freunden, Verwandten, eine engere und offenere Betreuungsbeziehung zu den Ärzten und zur PSB wurde auch immer wieder als eine präventive Maßnahme genannt, um Drogentodesfälle zu verhindern. Familie, andere Kontakte, gutes soziales Umfeld war vielen Menschen auch sehr wichtig. Und schön fand ich auch das letzte, gesund leben, gesundes Essen und nicht übertreiben. Nicht nur mit den Drogen, sondern auch mit der Bewegung. Auch das fand ich nochmal, weil das zeigt, dass Menschen, die Drogen konsumieren, nicht nur Drogen konsumieren, sondern vieles andere ja auch tun. So, vielleicht ein kurzer Rückblick in den vergangenen Wochen und Monaten, wobei Andreas hat das, finde ich, eben ja schon wunderbar
dargestellt. Es gab diverse Änderungen aufgrund der Covid-Pandemie, die sehr sinnvoll gewesen sind. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir uns die genau angucken und überlegen, was davon können wir übernehmen. Erweiterte Take-Home-Regelung, Aufhebung der Patientenzahlen der Ärzte wurde genannt. Oder plötzlich gingen auch Dinge, die vorher lange unmöglich waren. Und es wurde innerhalb kürzester Zeit wurden 2 Notschlafstellen eingerichtet in der Klugstraße, in der Storkower Straße, wo Menschen 24 Stunden am Tag sich aufhalten konnten. Dinge, für die wir vorher ganz, ganz lange gebraucht haben, um diese in die Wege zu leiten. Was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass es uns trotz dieser besonders schwierigen Situation in den letzten Monaten gelungen ist, eine neue Einrichtung zu eröffnen, vielen vermutlich auch schon bekannt. Wir haben in Lichtenberg die 4. AED eröffnen können, gemeinsam mit Ärzten des Praxiskombinats Neubau, um auch weitere Substitutionsmöglichkeiten zu schaffen. Dort auch sogar mit der 2. Diamorphinambulanz, was uns natürlich sehr froh macht, dass wir dazu beihelfen können, dass wir doch hoffentlich diese hohen Zahlen in dieser Stadt wieder reduziert bekommen. So, viel mehr würde ich jetzt eigentlich auch nicht sagen wollen, also außer um nochmal zum Anfang zurückzukommen. Ich würde gerne hier stehen im nächsten Jahr, in 2021, und nicht die Zahlen der Menschen beklagen, die verstorben sind, sondern eigentlich möchte ich gerne im nächsten Jahr dann hier stehen und gemeinsam mit euch und Ihnen feiern, dass sich die Situation gravierend verändert hat. Danke.